Hallo meine lieben Abenteurer, wir sind's wieder von Trader Online Video, die Jenna. Hi. Und ich bin's, der Julian Tach. Und heute unboxen wir das letzte der vier Commander Decks zu Die verlorenen Höhlen von Ixalan. Mit Verlosung viel Spaß dabei. Bis gleich. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, vor uns liegen sie schon, vier Commander Decks gibt es an der Zahl. Drei davon haben wir euch vorgestellt. Es gibt einmal das rot-grün-weiße Deck Velociraptor, wo man Länder spielt und mit Dinos verwüstet. Ein weißes-schwarzes Deck Blutriten, wo man Vampirlakaien züchtet und sie dann für fliegende Dämonen opfert. Ein blau-schwarz-rotes Deck Ahoi Kameraden, wo man seinen Friedhof mit Piraten füllt und sie dann Stecker zurückbringt. Die haben wir euch alle schon vorgestellt und heute gucken wir uns dann Erkunder der Tiefe an, das grün-blaue Deck, wo man +1/+1 mal anlegt und erkundet für Länder und Bass. Bin ich mal sehr gespannt. Alle Decks waren super, also Raptoren hatten 47 Vers, Blutriten hatten 45 Vers, Ahoi Kameraden hatten 48 Vers, also auch eine ordentliche Menge. Ja. Karten wirklich echt stark, auch die Kommandeure meiner Meinung nach sind wirklich im X-Set jetzt hier alle super, auch die Themen sind Hammer, also wirklich mal ein Set, wo ich finde, dass alle vier Themen wirklich gleich auf sind und wirklich richtig cool sind. Und ja, bevor wir jetzt aber in das letzte Deck reingehen, kommen wir erstmal zur Verlosung. Da gibt es nämlich von Ultimate Guard ein Druidic Secrets Bowl dazu gewinnen. Mhm. 100 plus, heißt also, hält 100 Double-Sleeve-Karten oder 120 Single-Sleeve-Karten. Ne? Heißt also, passt perfekt sein, perfekt das Mehrvolk-Commander-Deck hier rein. Sieht auch mega cool aus. Also, Druidic Secrets ist meiner Meinung nach eine richtig coole Reihe mit richtig coolen Artworks. Gibt es auch noch andere von. Und dazu gibt es dann noch Cortex-Sleeves in Transparent. Ich habe mal direkt einen Sleeve mitgenommen und den Jingetext ist eine der besten Sagen aus dem letzten, die besten Videos. Ne? Auf der Rückseite ist eine Sage, er transformiert. Und wie wir sehen, Karte fühlt sich sehr wohl drin, auch mit Double Sleeve passt sie da gut rein. Und das Ganze könnt ihr gewinnen, indem ihr was tut? Indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Genau, und dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei. Mhm. So, dann kommen wir zum Commander Deck. Falls ihr auch mal in unserem Store vorbeikommen wollt, dann holt euch doch gerne ein Ticket über unseren Online-Shop, über den Reiter Events. Ne? Da bieten wir alle möglichen Events an, wie zum Beispiel auch Commander Pre-Constructed Events, wo man halt perfekt die Ixalan-Decks spielen kann. So, und dann sagt die Rückseite, eine fischige Angelegenheit. Kämpfe epische Schlachten mit mächtigen Kreaturen und spektakulären Zaubersprüchen im beliebtesten Multiplayer-Format von Magic. Erkunde die Tiefen von Ixalan mit Hackball und seinen Mehrfolggefährten, die im Verlauf der Partie durch +1/+1 Marken immer stärker werden. Sobald du dein Team im Spiel hast, lässt Hackball es erkunden, um genügend Buffs und Mana zu erhalten und den Lauf der Schlacht zu deinen Gunsten zu wenden. Als Erforscher von Flussläufen und Wasserströmungen führt Hackball seine Erkunder weg von Gefahren und hin zu aufregenden neuen Wundern. Bin ich mal sehr gespannt. Also das Deck holt mich auch ab. Hört sich schon sehr, sehr vielversprechend an, ja. Hat ein 100-Karten-Deck mit 10 neuen Karten, eine Deckbox, 10 doppelseitige Spielsteinkarten, ein Display, so Commander, also so ein Display in Edged voll und so dick. Mhm. Lebenspunkterat, Strategiebeilage und eine Referenzkarte und natürlich eine Sammler-Booster-Probepackung, wo man auch immer noch schön ziehen kann. So, und dann gehen wir mal rein, ne? So, hier steht es noch, Salzwasser bringt Würze ins Leben. Ja. Das ist wohl der Spruch der Mehrvölker. Mhm. So. Dann holen wir das Ganze mal raus. Innen drin finden wir dann einmal, ja, okay, hier sind wir wieder, haben wir wieder Sparkmarken zum Ausstampfen. Das Deck mit den Token. Die Referenzkarte und im schwarzen Umschlag ist dann die Deckbox, Lebenspunkterad und die Boosterpackung. Gucken wir uns erstmal kurz die Referenzkarte an. Da steht dann nochmal drauf, wie man, oder was oder wer wohl eher Hackball von den gewogenen Seelen ist. Von der gewogenen Seele. Und auf der Rückseite haben wir dann nochmal Informationen, wie man das Deck spielt und wie man Commander im Allgemeinen spielt. Die Spielregeln. So, dann haben wir natürlich noch eine Deckbox, wo das Deck auch mit Höhlen reinpasst. Oh, ist leicht kaputt. Oh oh. Aber nur leicht. Ne? Wo man natürlich auch nochmal den Commander vorne vorhat, heißt also, kann man perfekt sein Commander-Deck da reinpacken.
Mhm. Auch mal cool. Lebenspunktrad mit 40 Lebenspunkten. Guck mal, da hat man ja 40. Und dann, bevor wir ins Deck reingehen, gucken wir uns erstmal den Booster an. Finde ich auch cool. Also, Set hat ja auch, ist ja auch, also X-Han ist ein super Set, ne? Also, ja. Die vier Themen halt. Vampir, Meervolk, Dinosaurier und Vampire. Vampiraten. Ja. Vampire und Dinos und Vampire und Achso, Vampire. Halt doppelt Vampir. Ja, okay. Aber mega cool. Und auch sehr fancy Artwork, das ist zum Beispiel auch ein Artwork. Mhm. Und? Wir haben die rastlose Kammlinie. Ist ein Land, kommt getappt ins Spiel und sagt dann, erzeuge ein rotes oder ein grünes Mana und für zwei Mana ein rotes und ein grünes. Die rastlose Kammlinie wird bis am Ende des Zuges zu einer 3-4 roten und grünen Dinosaurier-Kreatur. Sie ist immer noch ein Land. Und immer wenn die rastlose Kammlinie angreift, erhält eine andere angreifende Kreatur deiner Wahl plus 2 plus 0 bis am Ende des Zuges enttappe ich eine Kreatur. Krass. Sie ist immer noch ein Land. Ja, das war einmal kurz ein Voice Crack. So, auch ein richtig cooles Artwork hier von Uchpenbak, wenn man ihn so aussprechen möchte. Lesen wir es mal vor. Wenn man ihn so ausspricht, keine Ahnung. So, und dann gehen wir ins Deck rein. Da haben wir dann erstmal die. Zack. 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 Machst du toll. Ja. Den Commander in dieser Edged-Foil-Variante, in so einem hart Plastik-Pappe. Mhm. Wir haben einen Vogeltoken, Bestietoken, Frosch-Eidechse, Schweinchen. Oh, okay, wir können wieder. Wildschwein. Ich will nicht Schweinchen. Sachen zu Schweinen machen, ja. Ja. Lageplan, Kopietoken, dann die Referenzkarte da. Weg damit. Meervolk mit Fluchsicher. Okay. Auch viele davon. Noch normale 1-1 Meervölker. Ja. Mhm. Ja, das ist ja auch zu erwarten, ne? Dass wir viele Meervölker hier drin haben. So. Ich glaube, das ist auch echt stark, das Deck. Aber werden wir sehen. Hackball von der gewogenen Seele. Nee, von der wogenen Seele. Wogenen Seele. Ja. Für zwei Mana ein grünes und ein blaues Mana. Eine 3-3 Kreatur, legendäre Kreatur, Meervolk Speer. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug erkundet jede Meervolk Kreatur, die du kontrollierst. Heißt also, decke du baust eine Karte deiner Bibliothek auf. Falls die Karte ein Land ist, nimm sie auf deine Hand. Lege sonst eine +1/+1 Marke auf die erkundete Kreatur und lege die Karte zurück oder auf deinen Friedhof. Und immer wenn Hackball von der wogenen Seele angreift, kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen, falls du dies nicht tust, ziehe eine Karte. Der ist ja mega krass. Also, der ist ja mega krass. Du musst ja zu Beginn des Kampfes in deinem Zug, du musst ja auch nicht angreifen. Du kannst ja einfach nur sagen, dass du in deine Kampfphase gehst und dann ist das ja schon, triggert ja schon der Erkundeneffekt und das jeden Zug, ne, ziehst du entweder halt, kriegst ein Land oder eine Marke auf deine Kreaturen. Ja. Und dann kann er die ja auch theoretisch mit Angreifen noch ausspielen oder du ziehst halt noch eine Karte. Das ist die du dann vielleicht oben liegen lassen hast. Ja. Krass. Mega. Also der ist schon super. Der ist mega. Holt mich schon ab. Oh Gott. Xoda Tayak, die heitere Flut. Für 4 ein grünes, ein blaues, 6/6 legendäre Kreatur Salamanderschlange. Okay. Immer, wenn sie ins Spiel kommt oder angreift, lege eine Flutmarke auf ein Land deiner Wahl. Jenes Land ist zusätzlich zu seinen anderen Typen eine Insel, solange eine Flutmarke auf ihm liegt. Zu Beginn deines Endsegments enttappst du für jedes Permanent, das du kontrollierst und auf. Ach, enttappst du jedes Permanent, das du kontrollierst und auf dem eine Marke liegt. Das ist ja nicht eine Flutmarke, die da drauf legen muss, damit wir es enttappen, sondern eine Marke. Ja, also sobald irgendeine Marke auf der Kreatur oder auf dem Permanent liegt, enttappen wir es. Was ja die meisten Kreaturen dann halt mit Erkunden machen, da kriegen sie ja dann Marken. Ja, ne? Und damit können wir dann auch noch unsere Länder enttappen, ne? Ja. Das Deck ist echt gut. Auch cool. Und ich finde das Monster auch sehr interessant. Erinnert mich so ein bisschen an so. Selbst? Nein, das ist einfach. Nein.
Ich kann halt nicht sehen. So, die neuen Karten sind dann einmal der Nebeltänzer für 5 Mana in der 3-3 Kreatur. Erfolg Zauberer mit Fliegend und andere Merfolker, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 und haben Flugfähigkeit. Ich will das Steckspiel. Ja, ich spiele das. Zugabe für 7 Mana heißt also, schicke diese Karte aus deinem Friedhof ins Exil, erzeuge für jeden Gegner eine Spielsteinkopie, die ihn in diesem Zug angreift, falls möglich. Die Spielsteine erhalten Eile, opfer sie zu Beginn des nächsten Endsegments, aktive Zugabe wie eine Hexerei. Oh, heißt also dann theoretisch, wenn du dann halt irgendwie 3 Gegner noch hast, dann +3/+0, ne? Nee, plus. Ja. 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 So. Auf andere Möfe. Ja, ja. Wogendes Potenzial für ein beliebiges, ein blaues Spontanzauber. Führe Wucherung durch und bestimme dann eine beliebige Anzahl an Permanents, die du kontrollierst und auf die auf diese Weise eine Marke gelegt wurde. Die bestimmten Permanents destabilisieren sich. Um Wuchung durchzuführen, bestimme eine beliebige Anzahl an Permanents und oder Spielern und gib ihnen von jeder Sorte Marke, die dort liegt, bereits liegt eine weitere Marke. Behandle destabilisierte Permanents und alles, was an sie angelegt ist, bis zum Beginn des nächsten Zuges ihres Beherrschers, als würden sie nicht existieren. Finde ich auch sehr schön. Weil du wucherst halt, heißt also, du kannst auf jeder deine Kreatur eine Marke legen und kannst dann halt sagen, wenn es ein Rassen Removal ist, kannst du halt deine Kreaturen alle davor beschützen, oder wenn es halt nur gezielt ist, kannst du ja auch dann davor beschützen. Ja. Kannst du auch sagen, dass ich dann nur eine Marke darauf lege, weil kannst du ja aussehen bei Wucherung, ob du es auf alle legen möchtest oder nur auf eine. Auch eine sehr, sehr coole Karte, gefällt mir sehr. Ja. Und das für 2 Mana, ja. Abschiedswelle für 4 Mana eine Hexerei. Bringe jede Kreatur, auf der keine +1/+1 Marke liegt, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Das ist eine Hexerei. Ja. Also sozusagen alles vom Gegner, ne? Richtig, genau. Ja. Du spielst ja eigentlich nur mit +1/+1 Marken, heißt also, du schickst einfach alles auf die Hand zurück, was nicht zu dir gehört. Vergessene Wunderwerke für 2 grüne Hexerei mit Abstieg 8. Wenn du diesen Zauberspruch wirkst und falls dein Friedhof 8 oder mehr Permanents enthält, kopiere diesen Zauberspruch 2-mal. Du kannst neue Ziele für die Kopien bestimmen. Bringe eine Permanent-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Schicke die vergessenen Wunderwerke ins Exil. Also kannst du theoretisch mit Abstieg 3 sogar 3 Sachen zurückholen. Ja. Ja. Also auf die Hand holen, ja. Und das für 2 Mana. Ja, das ist ziemlich gut. Auch sehr clean. Auch für 2 Mana ist schon eine zurückholen, ist auch schon gut. Ja. Urwurzel Historikerin für 4 Mana, eine 3-3 Kreatur. Merfolk und Druid-Karten in deinem Friedhof haben Zurückverfolgen. Du kannst Karten mit Zurückverfolgen aus deinem Friedhof wirken, indem du zusätzlich zu den anderen Kosten eine Länderkarte abwirfst. Ja, davon werden wir ja ziemlich viele haben durchs ganze Erkunden. Und selbst ist ja auch ein Merfolk-Druide. Ja. Auch cool. Auf jeden Fall ziemlich stark. Geländekundige Spurensucherin für 3 2-2 Kreatur Merfolk Speer. Wenn sie ins Spiel kommt, erzeuge einen Lageplan-Spielstein, das ein Artefakt sagt. Für 1 tappen und opfere dieses Artefakt eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erkundet. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Und falls eine Kreatur, die du kontrollierst, erkunden würde, erkundet sie stattdessen und erkundet dann erneut. Oh. Also erkundet doppelt, und das ist hier der Lageplan. Die ist richtig gut mit dem Commander. Sagen wir, oh ja, ich gebe meine Kampfphase, all meine Kreaturen erkunden. Doppelt. Und durch die Spurensucherin machen sie es dann nochmal. Ja, krass. Und wenn es halt irgendwie, also du erkundest dann halt gefühlt 10 Mal und so, wenn das, wenn halt eine Karte oben ist, die du halt oben haben möchtest und es eine Kreatur ist, dann bleibt die ja oben und dann lässt du sie oben und dann kriegen halt einfach alle 2 Marken so. Ist auch okay, ne? Ja. Also ist schon. Ja. Und in diesem Deck ist ja auch jede Kreatur ein Merfolk eigentlich, ne? Also heftig. Nebenflussausbilder. Für 4 Mana eine 4-4 Kreatur mit Mentor. Immer wenn diese Kreatur angreift, lege eine +1/+1 Marke auf eine angreifende Kreatur deiner Wahl, deren Stärke niedriger ist. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst und auf der eine +1/+1 Marke liegt, stirbt, ziehe eine Karte. Also er selbst kann auch normal Marken legen und lässt uns schön Karten ziehen. Ist auch schön. Strömungssänger für 1, ein grünes, ein blaues, 3-2, Merfolk Schamane mit Aufblitzen. Wenn er ins Spiel kommt, lege eine Schildmarke auf eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Heißt, falls ihr Schaden zugefügt oder sie zerstört würde, entferne stattdessen die Schildmarke von ihr und du kannst Merfolk-Zaubersprüche wirken, als ob sie Aufblitzen hätten. Oh. Also mit Spontanzaubergeschwindigkeit theoretisch auch im Gegner auch schon zu. Ja. Auch schön. Das ist ja ziemlich cool, weil mit dem Sänger kannst du direkt eine Karte sozusagen retten. Ja. Ne, und richtig. Kannst du alles mit Aufblitzen spielen. Schildmarke ist auch immer sehr schön. So, hier haben wir auf jeden Fall jetzt einen Reprint.
Bentischer Biomagier für ein blaues Mana, eine 1-1 Kreatur, Mehrfachzauber Mutant für 2 Mana, adaptieren 1, falls keine +1/+1 Marke auf dieser Kreatur liegt, lege eine +1/+1 Marke auf sie, ja, mhm. Ist auch schön, können wir direkt die Marke geben. Und immer wenn ein oder mehrere +1/+1 Marken auf den Bentischen Biomagier gelegt werden, ziehe eine Karte und wirf dann eine Karte ab. Ja, adaptieren war damals auch so eine super Fähigkeit. Also, mega cool. So. Ja. Hier haben wir eine Split-Karte. Ja, ja, ne? Ja. Auf der einen Seite einprägen für 4 Spontanzauber. Lege einen Zauberspruch oder einen Nicht-Land-Permanent deiner Wahl als zweite Karte von oben in die Bibliothek seines Besitzers. Oder wir spielen hier Erinnern für 4 und 2 blaue Hexerei mit Nachhall. Wicke diesen Zauberspruch nur aus deinem Friedhof, schicke ihn danach ins Exil. Jeder Spieler mischt seine Hand und seinen Friedhof in seine Bibliothek und zieht dann 7 Karten. Jo. Das heißt, wir spielen erst ein und das andere können wir dann aus dem Friedhof spielen. Auch mal cool. 2 in einer Karte. Korallenhelm-Kommandant für 2 Mana. Ein Mehrfolgssoldat mit Stufenaufsteigen für 1 Mana. Heißt also, lege eine Stufenmarke auf diese Karte, spiele Stufenaufsteigen wie eine X-Rei. Erst ist es eine 2-2 Kreatur ohne Fähigkeit. Dann auf Stufe 2 bis 3 ist es eine fliegende 3-3 Kreatur. Mhm. Und auf Stufe 4 und höher ist es eine 4-4 Kreatur mit fliegend. Und andere Mehrfolgkreaturen, die du kontrollierst, ein +1/+1. Ist gut. Der ist super. Der und ist super. Also, weil man kann ihn halt früh spielen und dann immer, wenn man Mana übrig hat, kann man ihn einfach immer hochleveln. Und sonst kostet es halt einfach 6 Mana und dann hast du halt einen 4-4er mit fliegend und Mehrfolgkarten +1/+1. Ne? Ja. Also 6 Mana ist auch echt nicht teuer, bis du dann halt die letzte Fähigkeit sozusagen erreicht hast. Ja. Ne? Eine sehr coole Karte. Ah. Und da haben wir die Wildschweinkarte. Ja, Mann. Ist auch gut. Fluch des Borstenviehs. Für X und 2 blaue Hexerei schicke X Kreaturen deiner Wahl ins Exil. Für jede auf diese Weise ins Exil geschickte Karte erzeugt ihr Beherrscher einen 2-2 grünen Wildschwein-Kreaturspielstein. Ja, dadurch wurde ich mal, diese Karte wurde gegen mich gespielt und dadurch habe ich verloren. Oh, ja. Aber dafür hatte ich ein Schweinchen. Ja, hatte ich Wildschwein. Eine Armee von Schweinen. Ja, aber die bringen ja nichts, wenn dir irgendwie so ein 10-10er weggenommen wird mit Flugfähigkeit oder so. Oh. Den du gebraucht hättest. Kaiser Mihail der Zweite. Mhm. Für 3 Mana eine 3-3 Kreatur, Mehrvolk Adliga, legendäre Kreatur. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Das ist super mit Erkunden. Ja. Also dann weißt du schon mal, was kommt. Mhm. Du kannst Mehrvolk-Zaubersprüche oben von deiner Bibliothek wirken, machst dich einfach 1000-mal schneller und immer wenn du einen Mehrvolk-Zauberspruch wirkst, kannst du 1 Mana bezahlen. Falls du dies tust, erzeuge einen 1-1 blauen Mehrvolk-Kreaturenspielstein. Yo, der ist auch richtig gut. Holy moly. Das Deck hat richtig gute Karten, ey. Ja. Na, geht direkt super weiter. Die ist auch der Herold. Herold der geheimen Wasserläufe. Für 4, 2, 3 Kreaturen, die du kontrollierst und auf denen eine +1/+1 Marke liegt, können nicht geblockt werden. 2, 3. Oh. Ja. Also, was soll man dazu noch sagen? Der ist super. Der ist einfach super. Entdeckung der Sippe. Für 5 Mana eine Verzauberung. So wie die Entdeckung der Sippe ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturentyp. Immer wenn eine Kreatur des bestimmten Typs, die du kontrollierst, ins Spiel kommt oder angreift, ziehe eine Karte. Gott. Immer wenn du mehrfach spielst, ziehst du eine Karte. Heißt also, du verlierst keine Karte. Und, wenn sie angreift, natürlich auch nochmal, ne? Ja. Krass. Also du ziehst dich echt, du ziehst dich ja gefühlt tot in diesem Deck. Ja. Kopala, Hüter der Wellen für 3, 2, 3 Kreatur. Zaubersprüche, die deine Gegner wirken und die ein Mehrvolk, das du kontrollierst, als Ziel haben, kosten beim Wirken 2 mehr. Fähigkeiten, die deine Gegner aktivieren und die ein Mehrvolk, das du kontrollierst, als Ziel haben, kosten beim Aktivieren 2 mehr. Also einfach. Zielt nicht uns an, weil der wird auch teurer. Auch mega cool. Ja. Gibt so ein bisschen Abwehr gefüllt auf alle. Hm. Meister der des Perlendreizacks für 2 Mana eine 2-2 Kreatur. Andere Mehrvolk-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1 und haben Inseltarnung. Sie können nicht geblockt werden, solange der verteidigende Spieler eine Insel kontrolliert. Ey, sag mal, hier sind ja nur Bomben drin, die irgendwie sagen, Kreaturen werden stärker oder du ziehst Karten oder du erkundest öfter, als du schon tun würdest. Aber ich meine, das sagt ja auch das Deck. Ne? Lege +1/+1 Marken und erkunde für Buffs und Karten. Ja, hier, geht direkt weiter, ne?
Meine Güte. Mehrfolg souverän für 3, 2, 2 Kreatur. Andere Mehrfolg-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Und für Tappen, eine Mehrfolg-Kreatur deiner Wahl kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Ja, das wollen sie alle nicht, ne? Irgendwie ist das schon die dritte oder vierte Karte, die sagt, kann nicht geblockt werden. Auch schon fies. Spiegelung von Litiara. Für 5 Mana Verzauberung, so wie die Spiegelung von Litiara ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturentyp. Mehrfolg. Immer wenn du einen Zauberspruch des bestimmten Typs wirkst, kopiere jenen Zauberspruch. Eine Kopie eines Permanent-Zauberspruchs wird zu einem Spielstein. Ja, heißt also, wenn du dann den Souverän spielst, hast du ihn dann 2-mal, ne? Und das ist natürlich, ja, das ist brutal. Das ist krass. Sehr, sehr stark. Also, ich denke, ich frage mich gerade, wie kann man gegen dieses Deck eigentlich gewinnen? Weißt du? Ja, man kann schon gegen das Deck gewinnen, aber das ist schon echt gut. Schon sehr stark, ja. Meeresgrundorakel für 4, 2, 3 Kreatur, Mehrfolg, Zauberer. Immer wenn ein Mehrfolg, das du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügt, ziehe eine Karte. Aber wir betrachten ja nur die Stärke, weil das ist ja so groß pumpen und dann draufhauen. Das sind ja, die anderen Decks sind ja auch eher die, also das ist ja straightforward. Okay, Dinos auch. Aber das Vampir-Deck oder Piraten-Deck, die spielen ja eher mit einem Friedhof oder mit Opfern und so, weißt du? Da kommt es natürlich nicht so vor, dass es so mega krass. Naja, also die waren schon auch stark, ja. Die sind alle mega stark. Also ich freue mich schon mega. Wir werden natürlich diese 4 Decks auch wieder alle spielen. Ne? Also wieder ein Tutorial machen mit Karteneinblendung. Und freue mich schon mega drauf. Also würde ich auch einfach gefühlt 4 Videos machen und dieses Deck einmal spielen, aber ja, werden wir nicht tun. Ich auch. Strömungsflitzer für 4 Mana. Eine 2-2 Kreatur und immer wenn der Strömungsflitzer getappt wird, kannst du 2 Mana bezahlen. Falls du dies tust, bringe ein Permanent deiner Wahl auf die Hand seines Besitzers zurück. Mhm. Ich finde dieses neue Writing mit Permanent so komisch, ne? Weil man es immer Englisch ausspricht. So, Syvelun. Ja. Ne? Vom Meer und Himmel für 3, eine 3-4 Kreatur, legendäre Kreatur, Mehrvolk Gott. Sie hat Unzerstörbarkeit, solange du mindestens 2 andere Mehrvölker kontrollierst. Immer wenn sie angreift, ziehe eine Karte. Andere Mehrvölker, die du kontrollierst, haben Abwehr 1. Das heißt, der Gegner muss ein, also der Zauberspruch. Wenn ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit eine Kreatur von dir targetet, dann muss der Gegner 1 Mana bezahlen für Abwehr 1 halt. Sonst wird der Zauberspruch gecountert. Ja. Genau, ganz einfach. Ja, super, ne? Also hat wahrscheinlich oft Unzerstörbarkeit und zieht Karten und Abwehr 1 und geht direkt weiter mit der nächsten Mythic, nämlich Tassa, Göttin der Meere. Für 3 Mana eine 5-5 Kreatur zerstörbar. Legendäre Verzauberungskreatur. Solange deine Hingabe zu Blau weniger als 5 beträgt, ist Tassa keine Kreatur. Jedes blaue Mana in den Mana-Kosten von Permanenten, die du kontrollierst, erhöht die Hingabe zu Blau 1. Heißt, es ist jetzt hier oben eine Hingabe von 1. Mhm. Bei der Kreatur davor waren es 2. Ja. Zu Beginn deines Versorgungssegments wendest du Hellsicht 1 an. Das passiert ja auch, wenn sie keine Kreatur ist. Und für 2 Mana eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Ne? Also das kannst du ja alles theoretisch aktivieren, wenn sie noch eine Verzauberung ist. Nur wenn sie halt keine Verzauberung ist mehr, ist sie halt noch eine 5-5 Kreatur zusätzlich dazu. Mit Unzerstörbarkeit. Aber schon dieses 3 Mana Hellsicht 1 bringt halt sehr viel, weil du kannst dir angucken, habe ich jetzt den Land oben, habe ich eine Kreatur oben und du ziehst ja in diesem Deck eigentlich immer ziemlich viel, dann kannst du packen, gucken, möchte ich eher das Land ziehen oder möchte ich dann eher eine 1/+1 Marke auf meine Kreatur legen? Ja. Und ja, unblockbar machen, ne? Was, Gott, du rennst ja einfach, du brauchst in diesem Deck, mal gucken, ob wir es noch im Land haben werden, aber du brauchst eigentlich keinen Schleichweg der Diebe, du hast hier so viele Möglichkeiten, die eine Kreatur blockbar machen. Das ist dann eigentlich schon wieder genug. Ja. Aber mal gucken. Diebische Himmelstaucherin für 2/2/1 Kreatur mit Bonus X. X kann nicht 0 sein. Das heißt, du kannst zusätzlich X bezahlen, so wie du diesen Zauberspruch wirkst, fliegend. Und wenn sie ins Spiel kommt und falls ihre Bonuskosten bezahlt wurde, übernimm die Kontrolle über ein Artefakt deiner Wahl mit Mana-Betrag X oder weniger. Falls das Artefakt eine Ausrüstung ist, lege sie an die diebische Himmelstaucherin an. Können wir direkt dem Gegner schön was wegnehmen. Auch sehr cool. Gefällt mir. Mhm. Verzweigte Evolution für 3 Mana Verzauberung. Falls eine oder mehrere +1/+1 Marken auf eine Kreatur, die du kontrollierst, gelegt werden wären stattdessen doppelt so viele +1/+1 Marken auf die Kreatur gelegt. Oh Gott.
Was? Ja, du legst halt einfach alles Deck nur. Legt so viel. Oh mein Gott, auch ich super, liebe ja. diese Karte. Urwurzel Elite für 2-1-1. Immer wenn ein anderes Mehrfolg unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf ein Mehrfolg deiner Wahl, das du kontrollierst. So, du hattest vorher vor dem Video gesagt, dass du, also du hattest schon oft gesagt, dass du unbedingt Dinos spielen möchtest, darum spiele ich Mehrvölker. Nee. Doch, nee, doch, du, nein, du kannst jetzt nicht mehr umentscheiden, so funktioniert das nicht. Also, ich spiele Mehrvölker. Oh, die sind so gut. Ja, die sind so gut. Gehärtete Schuppen, auch eine super Verzauberung für ein grünes Mana. Falls eine oder mehrere +1/+1 Marken auf eine Kreatur, die du kontrollierst, gelegt würden, wären stattdessen so viele +1/+1/+1 Marken auf sie gelegt. Auf legst du ja nur eine, dann legst du halt direkt noch eine zweite drauf. Ja, ist schon, noch die ist andere Verzauberung. Ist schon fast so wie verdoppeln direkt. Bei Mehrfolg, weil ja. du legst ja immer nur eine Marke und dann ja. für ein grünes Mana. Ne? Ja. Gott. Reisender der Reiche für 2/3 Wandelwicht, das heißt, diese Karte hat alle Kreaturentypen. Also auch Mehrfolg. So und Dino und Pirat. Oh mein Gott. Und Vampir. Ja. So wie der Reisende ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturentyp. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Du kannst Kreaturenzauber des bestimmten Typs oben von deiner Bibliothek wirken. Ist auch schon die zweite Karte, dass du oben von direkt ja. wirken kannst, ne? Ja. Also das Deck ist auch ziemlich schnell. Hat viele eher günstigere Kreaturen, also geht nicht ja. so richtig über 3-4 Mana rüber, ne? Bleibt wohl eher da, aber möchte dann halt auch einfach viel und schnell spielen, ne? Vernichtendes Eindringen für 4 Mana spontan zwar schicke ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Lege +1/+1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, wobei x gleich der dem Mana-Betrag des auf diese Weise ins Exil geschickten Permanents ist. Nur, als würde es nicht reichen, dass er schon ein Artefakt oder eine Verzauberung zerstört. Nein, du kriegst noch Marken. Du wirst noch belohnt dafür, dass du das machst. Ja. Kaltäugiger Selkie für 1 und 2 mal Blau-Grün-Hybrid. 1-1 mit Inseltarnung und immer, wenn der Selkie einem Spieler Kampfschaden zufügt, kannst du dementsprechend viele Karten ziehen. Ja, auch schon wieder krass. So eine Kreatur, die wieder halb unblockbar ist. Machst den so zu so einem 5-5er und dann, bam, ziehst du mal 5 Karten. Boah! Kumena Tyrann von Orska. Oraska, meine Güte. War der nicht auch mal ein Commander aus einem Commander-Deck? Also, es gab ja schon mal ein mehrfach Commander. Da war der doch, glaube ich, der Commander, oder? Ich glaube, ja. Für ein grünes, ein blaues, eine 2-4 Kreatur, legendäre Kreatur, Mehrfolg. Schau mal, da kannst du halt in diesem Deck auch als Commander spielen, wenn du willst. Ja. Tappe einen anderen ungetappten Mehrfolg, das du kontrollierst. Der Tyrann, also diese Kreatur, kann in diesem Zug nicht geblockt werden. Mhm. Tappe 3 ungetappte Mehrvölker, die du kontrollierst, ziehe an der Karte. Tappe 5 ungetappte Mehrvölker, die du kontrollierst, lege auf jedes Mehrvolk, das du kontrollierst, eine +1/+1 Marke. Und das machst du natürlich eigentlich immer zum Endsegment des Gegners, der vor dir dran ist. Ja. Kurz bevor du in deinen Zug gehst, sag's doch so. Ja, richtig. Und die nächste Mythic. Oberste Sprecherin Zegana für 2-2 blaue, 2 grüne, 1-1. Wenn sie kommt mit +1/+1 Marken ins Spiel, wobei X gleich der höchsten Stärke unter den anderen Kreaturen ist, die du kontrollierst. Und wenn Zegana ins Spiel kommt, ziehe so viele Karten, wie ihre Stärke beträgt. Damn. Oh. Gott. Okay. Quandrix-Befehl für 3 Mana. Spontan ist aber schon mit 2. Bringe eine Kreatur oder einen Planeswalker deiner Wahl auf die Hand deines Besitzers zurück. Neutralisiere ein Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Lege 2+1/+1 Marken auf eine Kreatur deiner Wahl. Ein Spieler deiner Wahl mischt bis zu 3 Karten deiner Wahl aus seinem Friedhof in seine Bibliothek. Auch gut. Auch immer schön, weil da kann man dann einfach viel auswählen. Ne? Ja. Vormacht der Simic für ein blaues, ein grünes, Verzauberung für 3, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Immer wenn eine oder mehrere +1/+1 Marken auf eine Kreatur, die du kontrollierst, gelegt werden, lege entsprechend viele Wachstumsmarken auf die Vormacht der Simic. Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls 20 oder mehr Wachstumsmarken auf der Vormacht des... Oh, was? Ah, auf der Vormacht liegen, gewinnst du die Partie. Ja, da haben wir nochmal auch eine Alternate Win Option sozusagen in diesem Deck. Du hast ja also an diese 20 Marken kommst du in dem Deck schon gut ran. Sehr, sehr schnell. Sehr, sehr schnell. Yo, und spielst die in Turn 2, hast keine Ahnung, in Turn 5 gewonnen. Und sie selbst kann das ja auch noch machen, indem sie mal. Also, selbst, dann kannst du ja. Mit der Vormacht kannst du ja mit selbst noch Commander machen. Mit deinem Commander legst du aber auch immer Marken. Ja. Oh Gott.
Tishana, Stimme des Donners, die nächste Mythic. Für 7 ja. Mana, eine Städtchen-Städtchen-Kreatur. Stärke und Widerstandskraft von Tishana, Stimme des Donners, sind gleich der Anzahl an Karten auf deiner Hand. Du ziehst ja in diesem Deck extrem viel. Ja. Ne? Ja. Seien es Länderkarten durch Erkunden oder auch einfach so. Oder ja. ich mache dem Gegner Schaden und ziehe eine Karte und deine ja. Kreaturen sind ja sowieso alle gefühlt unblockbar, weil sie 1+1 Marken haben. Ja. Dann, ja. 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 Du hast keine maximale Handkartenzahl, was dem natürlich nochmal schön hilft. Und wenn die Shana ins Spiel kommt, ziehe für jede Kreatur, die du kontrollierst, eine Karte. Achso, ja, gut. Zieht oh. dann auch nochmal gut. Ja. Ja. Wird sie direkt nochmal stärker, ne? Vorell von der Hülsenklade für 1, ein blaues, ein grünes, 1-4, legendäre Kreatur im Mensch im Erfolg und sagt für ein blaues, ein grünes und tappen, verdopple die Anzahl an Marken jeder Sorte auf einem Artefakt, einer Kreatur oder einem Land deiner Wahl. Wer auch Marken legen und hart ja, verdoppeln. Ja, also, ne? Zegana Utopia-Sprecherin für 4 Mana 4-4 und wenn sie ins Spiel kommt und falls du eine andere Kreatur kontrollierst, auf der eine +1/+1 Marke liegt, ziehe eine Karte. Das haben wir. Ja. Für 6 Mana adaptieren 4, also du kannst 4 Marken drauflegen und jede Kreatur, die du kontrollierst und auf der eine +1/+1 Marke liegt, verursacht Trampelschaden. Ja, so, schön. Ne? Ich meine, unsere Kreaturen können schon Fliegen kriegen und blockbar. Oh. Sag mal, da sind nur Hitter in dem Deck oh. drin, ne? Oh, die kann. Oh, das ist auch eine Money Rare. Ja. Also, oder war sie zumindest früher, als früher sie rauskam? Früher war die Hype. Das war so die ja. Rare das war aus dem die Set. Rare, ja. Aus älteren Millionen. Metallischer ja. Nachahmer für 2, eine Artefaktkreatur Gestaltwandler, 2-1. So wie er ins Spiel kommt, bestimme einen Kreaturentyp. Der metallische Nachahmer ist zusätzlich zu seinen anderen Typen der bestimmte Typ. Jede andere Kreatur des bestimmten Typs, die du kontrollierst, kommt mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel. Ja. Oh, super Supporter, ne? So also, gut. Sagst halt mehrfach. Ne? Vor allem, den kannst du halt überall spielen, ne? Also nochmal eine richtig gute, ein richtig gutes Artefakt. Da sind so gute Rares drin, Zuflucht ey. Des Alchemisten. Ein Tappen ist ein, jetzt sind wir bei den Ländern, Tappen, ja, machen farbloses Mana und für ein grünes und ein blaues Mana und Tappen, du kannst in diesem Zug Zaubersprüche wirken, als ob sie aufblitzen hätten. Ja. Dann Hinterlandhafen, kommt getappt ins Spiel, es sei denn, du kontrollierst einen Wald oder eine Insel und macht grün oder blau. Karls Bastion auch sehr schön, tappen, macht ein farbloses Mana und für 4 Mana und tappen für Rufungen durch. Ja. Dann hier ein Refugiumland, die Mooswurzbrücke mit Refugium 4, das heißt, wenn dieses Land ins Spiel kommt, schau dir die obersten 4 Karten deiner Bibliothek an, schicke eine davon verdeckt ins Exil und lege dann den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Die Brücke kommt getappt ins Spiel, für Tappen macht sie ein grünes oder für ein grünes und Tappen. Falls die Kreaturen, die du kontrollierst, die eine Gesamtstärke von 10 oder mehr haben, kannst du die ins Exil geschickte Karte spielen, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Ja, auch super. Ja. Also die Länder sind auch, die Refugium-Länder sind richtig cool, ja. meiner Meinung nach. Auch sehr stark. Tempel der Geheimnisse. Kommt getappt ins Spiel, wenn es ins Spiel kommt. Wenn er hält sich deins an, macht dann ein grünes oder ein blaues Mana. Ja. Rankenschimmerknoten. So wie er ins Spiel kommt, kannst du einen Wald oder eine Insel aus deiner Hand offen vorzeigen. Falls du dies nicht tust, kommt er getappt ins Spiel und macht grün oder blau. So, und das waren die Rares und Mythics in dem Set, in dem Deck. Aber reicht definitiv so, reicht definitiv aus. Also, Hammer. Meine Güte, Hammer, ey. Hammer. So. Links hier haben wir die Comps und Uncomps, die wir jetzt gleich noch vorstellen und das sind die Rares. Das sieht doch schon wieder gefühlt fast gleich dick aus. Ich sage 47. Ich sage tatsächlich, nee, ich sag 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Hatte ich gesagt. Mann. 46 Rares und Mythics hat man hier im Mehrvolk-Deck und davon sind auch alle so viele mega so stark. Gut. Mal ganz kurz, wie viele Mythics haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, ich glaube, das ja, war bei 7. 7 Mythics auch, ne? Ist auch krass. Also im Vampir-Deck hatten wir, glaube ich, auch 8, was auch mega viel war. Ja. Und hier 7 ist auch heftig. Also. Ja. Meine Güte, meine Güte. Das ist krass, das ist echt krass. Also das Deck gefällt mir sehr. So, gut, weiter geht's. Mhm. Mit der Mehrvolk Höhlentaucherin. Für 3 Mana eine 2-4 Kreatur. Und immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, erkundet, erhält die Mehrvolk Höhlentaucherin +1 Rüstung des Zuges und kann in diesem Zug nicht geblockt werden.
Kommt auch passend aus Rivalen von, nicht aus Rivalen von Exalen, aus die verlorene Höhle von Exalen. Mhm. Dann Ätherisieren für 4 Spontanzauber, bringe alle angreifenden Kreaturen auf die Hand ihres Besitzers zurück. Finde ich auch eine sehr schöne Karte. Ja, die kann sehr gut werden. Urwurzelgewässer für 3 Mana, eine Verzauberung immer, wenn du einen Mehrfolg-Zauberspruch wirkst, erzeuge einen 1-1 blauen Mehrfolg-Kreaturenspielstein mit Flugsicherheit. Ne? Heißt also Flugsicher, eine Kreatur mit Flugsicher kann nicht das Ziel von Zaubersprüchen oder Fähigkeiten sein, die deine Gegner kontrollieren. Auch super. Sehr gut, ja. Dann der Marrow Rittersmann für 2/2 Kreatur. Andere Mehrfolg-Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+1. Immer wenn du einen Mehrfolg-Zauberspruch wirkst, kannst du einen Permanent deiner Wahl tappen oder enttappen. Oh, das ist eine Ankam. Wieso ist das denn eine Ankam? Schnelle Hybridisierung für ein blaues Mana Spontanzauber. Zerstöre eine Kreatur deiner Wahl. Sie kann nicht regeneriert werden. Ihr Beherrscher, der Beherrscher der Kreatur erzeugt einen 3/3 grünen Frosch-Eidechse-Kreaturenspielstein. Achso, das ist so großzügiges Geschenk oder die innere Bestie, aber halt einfach in blau. Ja. Da, Rahmengestalt für 3 Hexerei. Schicke ein Artefakt oder eine Kreatur deiner Wahl ins Exil. Sein bzw. ihr Beherrscher erzeugt einen 1/1 blauen Vogel-Kreaturspielstein mit Flugfähigkeit und für Herbestimmung für ein blaues. Das heißt, während deines Zuges kannst du 2 bezahlen und diese Karte aus deiner Hand verdeckt ins Exil schicken. Wicke sie zu einem späteren Zeitpunkt oder in einem späteren Zug für ihre Vorherbestimmungskosten. Auch eine coole Fähigkeit. Ja. Weiße Sagenerzählerin für 3 Mana 2/2. Jede andere Zaubererkreatur, die du kontrollierst, kommt mit einer zusätzlichen +1/+1 Marke ins Spiel. Und für 2 Mana entferne eine +1/+1 Marke von einer Kreatur, die du kontrollierst, dir eine Karte. Ach gut. Ja. Zauberer werden wir. Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet, ob wir viele Zauberer. Wir haben mehrere Zauberer, ja. Da, aber es geht ja auch größtenteils so hier um auch den zweiten Effekt. Ja. Ja, Bannerträger des Steinbachs für ein beliebiges ein blaues 1/1 Kreatur und Mehrfolg-Zauberer mit Inseltarnung. Und Mehrfolg-Zaubersprüche und Zauberer-Zaubersprüche, die du wirkst, kosten beim Wirken 1 weniger. Stimmt, das hat noch gefehlt, dass sie einfach noch alle günstiger werden. Ja. Ja, hier, bitteschön. Wir machen unsere Kreaturen günstiger, wir legen 1000 Marken auf sie, sie haben Inseltarnung, sie haben Trampelschaden, sie fliegen, sie können nicht geblockt werden. Da haben wir auch die innere Bestie für 3 Mana, spontan Zauber zerstören, permanent deiner Wahl. Sein Bärscher erzeugt einen 3/3 grünen Bestie-Kreaturenspielstein. Dann Die ist ja auch aus die verlorene Höhle von Ixalan, so mit einer der besten Ankams auch jetzt hier auch. Die Kanzellenkerin der Ströme für ein grünes, ein blaues, 2/3 für 2 Mana, 2/3, ne? Legendäre Kreatur, Mehrfolg Speer. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, eine Länderkarte erkundet, kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand getappt ins Spiel bringen. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, eine Nichtlandkarte erkundet, lege eine +1/+1 Marke auf Nikanzel. Also entweder sie rammt dich halt brutal, weil du das Land oder einfach sie ausspielen wird kannst. Selbst stärker. Auch wenn du schon ein Land gespielt hast, das ist zählt ja nicht sozusagen. Und oder sie wird halt stärker, ne? Ja. Und bleibt stärker. Gott, also. Top. Oh mein Gott. Hat auch noch gefehlt. Du ziehst ja die ganze Zeit Länder und spielst die ganze Zeit Länder aus. Und dann hast du natürlich auch noch den weißen Evolutionskundler. Was auch sonst. Für 3 Mana 3/2 Kreatur mit Landung. Immer wenn dein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, führe Wucherung durch. Gott. Hörst du nochmal überall die Marken. Ja. Erkunden für 2 Hexerei. Du darfst in diesem Zug ein zusätzliches Land spielen. Ziehe eine Karte. Auch super, weil wir du hast ja viele noch Länder. Nicht genug Länder, ne? Ja, ist auch schön, die Karten zu haben, die halt dich mehrere Länder spielen lassen auf einmal, weil dann kriegst du auch die ganzen Länder aus deiner Hand raus, weil davon wirst du ziemlich viele haben. Weil, Ansporener Ruf. 3 Mana spontan zum Ziel. Für jede Kreatur, die du kontrollierst und auf deiner +1/+1 Marke liegt, eine Karte. Jede Kreatur hat eine Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Zieh doch mal für jede Kreatur eine Karte. Ja. Zugriff des Kodamas für 3 Hexerei Arkan. Durchsuche deine Bibliothek nach bis zu 2 Standardlandkarten, zeige sie offen vor, bringe eine davon getappt ins Spiel und nimm die andere auf deine Hand und mische danach. Ja, solche Karten brauchen wir eigentlich gefühlt nicht. Ah, Wachstumsspirale. Wachstumsspirale für 2 Mana, Spontanzauber. Auch eine super Karte. Zieh eine Karte, du kannst eine Länderkarte aus deiner Hand ins Spiel bringen. Solche Karten sind natürlich hier in dem Deck perfekt. Ja. Kioras Jünger für ein grünes, ein blaues, 2/2 und sagt für Tappen, enttappe ein anderes Permanent deiner Wahl. Ach gut. Oh, muss natürlich auch rein hier. Mehrfolg Nebelforscherin für 2 Mana, 2/2 andere Mehrfolger, die du kontrollierst, einen +1/+1. Ich will jetzt gleich mal nachzählen, wie viele Karten wir in diesem Deck haben, die +1/+1 geben. Fast jede.
Ja, jede zweite auf jeden Fall. Mehrfolg Himmelstaucherin für ein blaues, ein grünes. 1-1 fliegend. Wenn sie ins Spiel kommt, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und für 5 führe Wucherung durch. Auch eine richtig gute Ankam. Ja. Also, Tadjova, bentische Druidin für 5 Mana 3-3. Landung immer, wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt. Er ist so ein Lebenspunkt dazu und ziehst seine Karte. Also ich muss ja sagen, wir haben ja zuerst das Dino-Deck aufgemacht und ich dachte mir so, boah, nichts kann das toppen. Und jetzt denke ich bei mir bei jedem anderen Deck, damn. Nichts kann Mehrfolg toppen. Ja, Arcanus Patcher für 2, ein Artefakt, sagt für Tappen, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität deines Kommandeurs. Also wie man merkt, wir beide finden dieses Deck sehr, sehr gut. I like it. Ich möchte es spielen, denn ich möchte gewinnen. Nein, ich spiel's. Es wäre das Kommandeurs für 3 Mana Artefakt. Tappen, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität deines Kommandeurs. Offer dies wäre das Kommandeurs, ziehe eine Karte. Mhm. Simic Patcher für 2 ist ein Artefakt und sagt für 1 Tappen, erzeuge ein blaues und ein grünes. Sonnenring, ein Mana Artefakt. Tappen, macht 2 Farblose. Flinkfußstiefel für 2 Artefakt Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur hat Fluchsicherheit und Eile. Ausrüsten kostet 1. Befehlsturm, erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität seines Kommandeurs. Ja. Achso, ja. Ja. Mein Fehler. So, bitteschön. Wiedererwachter Lanova ist ein Land, kommt getappt ins Spiel, macht für Tappen ein grünes und hat Pfropfen 1. Pfropfen. Okay, ja. Dieses Land kommt mit einer +1/+1 Marke ins Spiel. Immer wenn eine Kreatur ins Spiel kommt, kannst du eine +1/+1 Marke von diesem Land auf eine neue Kreatur legen. Du kannst den Pfropfen also bewegen. Mannigfaltige Landschaft. Conker tappt ins Spiel, macht ein farbloses Mana und für 2 Mana und tappen kann man sie aufbauen. Seine Bibliothek nach 2 Standardkarten, die einen Landtyp gemeinsam haben, durchsuchen, getappt ins Spiel bringen und danach mischen. Mhm. Fahrt der Ahn, kommt getappt ins Spiel, macht für Tappen einen Mana einer beliebigen Farbe der Farbidentität deines Kommandeurs. Wenn dieses Mana ausgegeben wird, um einen Kreaturenzauber zu wirken, der einen Kreaturentyp mit deinem Kommandeur gemeinsam hat, wenn er sich eins an. Ja, Salamander und Schlange. Ja. Nein, Mehrfolg und Speer. Auf dieses Land habe ich gewartet. Ja. Turm des Reliquienschreins. Du hast keine maximale Handkartenzahl. Mach ein farbloses Mana. Das wollte ich. Ich habe schon darauf gewartet, dass hier noch ein Land drin ist, was uns keine maximale Handkartenzahl mehr gibt. Mal gucken, und, ob jetzt gleich noch der Schleichweg der Diebe kommt. Schleichweg der Diebe! Jenna! Für 4 Tappen ein farbloses und für 4 Tappen eine Kreatur deiner Wahl kann nicht geblockt werden. Schön, dass wir diese Mechanik auch mal in dem Deck haben. Hatte ich jetzt gar nicht gesehen hier. Ja. Finde ich gut. Weil unsere Kreaturen sind zu schwach, die kommen halt sonst irgendwie nicht durch. Ja, die sind halt alle 9-1, ne? Ja. Was willst du? Versteckter Innenhof. So wie er ans Spiel kommt, bestimmt einen Kreaturentyp, macht einen farblosen Mana und tappt mal erzeuge einen Mana einer beliebigen Farbe, gibt dieses Mana nur aus, um einen Kreaturenzauber des bestimmten Typs zu wirken oder eine Fähigkeit einer Kreaturenquelle des bestimmten Typs zu aktivieren. So, und jetzt haben wir noch dieses Territorium-Dings da. Ach, noch nicht. Nee. Kommt bestimmt auch. Simic Wachstumskammer kommt getappt ins Spiel, so wie sie ins Spiel kommt, bringe ein Land, das du kontrollierst, auf die Hand seines Besitzers zurück und für Tappen macht es grün-blau. Ja. Tempel der falschen Göttin macht 2 farblose Mana und das funktioniert nur, falls man 5 oder mehr Länder kontrolliert. Mhm. Da ist das Territorium. Unbeanspruchtes Territorium, so wie es ins Spiel kommt, bestimme ein Kreaturentyp. Für Tappen macht es ein farbloses oder für Tappen ein Mana einer beliebigen Farbe, gibt dieses Mana nur aus, um einen Kreaturenzauber des bestimmten Typs zu wirken. Auch super. So, dann kommen jetzt wahrscheinlich die Basic Lands, ja. Da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Wälder. Ja. Hoppala, ich gehe schon zu weit. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Inseln. Schön viele Länder, die wir uns ja dann auch alle mit Erkundung holen können. Ja, kannst können. Mal raussuchen, ein bisschen wieder. Ja, also Fazit von dem Deck. Super, holt es euch. 46 Rares haben wir. Und wir haben, wir zählen, wie viel, warte, ich wollte zählen, wie viele Kreaturen +1/+1 geben. Aber nicht, also nicht Marken, sondern +1/+1. Ah, es ist 0. 1, 2. Ja, schade, das waren dann 2 und dann reicht das auch mal wieder komplett. 3. Nein, das war ja nicht Marken. Das war +1/+0. Ja, okay. 4. Ja. Nee, günstiger.
kannst du theoretisch auch noch zählen. Fünfeinhalb. Ja. Fünfeinhalb. Ja, aber du hast ja irgendwie jede Kreatur kommt, jeder mehr für Kreatur kommt mit einem +1/+1 Mark ins Spiel oder erkunden, doppel erkunden. Ja. Günstiger das spielen. Das Deck ist mega. Gott, ich muss glaube ich sagen, also, ich glaube, das ist wirklich mein Favorit. Also, ich spiele sehr gerne mit Marken. Also, ich auch. Und du hast auch sehr viel unblockbar in diesem Deck, ne? Ja. Also, ja. Oder du gibst deinen Kreaturen noch, ja, Inseltarnung ist ja auch so schon fast unblockbar. Oder Abwehr, Aufblitzen, alles mögliche. Alles. Also, alles mögliche. Das Deck ist meiner Meinung nach... Bombe. Also, das Beste kommt zum Schluss. Sorry an die Dinos. Ja. Ich also dachte vom nicht, Tribe, die Dinos. Vom Tribe her finde ich Dinos natürlich mit Abstand am coolsten. Aber von der Power finde ich schon, glaube ich, das so... Das Deck halt schon mega krass. Oder ist Merfolk richtig krass. Und, ja. Oder beziehungsweise es spricht mich von meinem Playstyle auch so mit so am meisten an, weil ich ja... Weil das nicht. Dieses... Den Dino spielst du, der ist 7-7 und der bleibt 7-7. Das Merfolk spielst du, der ist 3-3, aber dann ist er in zwei Zügen 10-10. Ja. Wenn du das so spielst. Aber Tenor. Blau. Ja, ich blau weiß, du Farb. Spielst nicht gerne blau. Deswegen werde ich dieses nein, nein, Deck nein, spielen. Nein, das schaffe ich, das schaffe ich. Ja, Simic ist eine richtig gute Farbkombo. Habe ich tatsächlich auch früher mal selbst gespielt im Standard. Ja. Aber lange her. Oh, ach, damals. Das waren auch die alten Zeiten. Ja, ne? Als ich noch jung war, ne? Nee, aber ja, mega tolles Deck. Auch die anderen Decks sind super. Ne? Also guckt euch die gerne auch nochmal an. Das ist nochmal so die Kirsche oben auf der Torte. Also da haben sie wirklich dieses Mal mit allen vier Decks ne, super gemacht. Ja. Also wirklich alle Decks so sind wirklich... So gute Reprints. Der Hammer. Also hat mir mega gefallen. Und wenn es euch auch gefallen hat, dann schreibt das doch gerne in die Kommentare, wie ihr dieses Deck findet oder wie ihr die Decks allgemein findet. Und wenn ihr sie schon gespielt habt, wie sie sich spielen. Mhm. Und dann vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und dann wünschen wir euch noch viel Spaß mit Magic the Gathering und natürlich die verlorenen Höhlen von Ixalan. Und dann sehen wir uns im nächsten Unboxing. Bis dann. Tschüss. Tschüss.